Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Forts mit dem Gewinn. Hi. Und wir bauen einfach direkt wieder los. 9 Minuten haben wir Zeit, um uns auszubereiten. Und die brauchen wir dieses Mal auch. Weil diesmal ist ein bisschen was mit verschiedenen Map-Punkten, die man erobern sollte. Doselig. Scheiße. Doch. Wolltest du schon irgendwas Sinnvolles tun? Nicht wirklich, nein. Du robotest gerade so ein bisschen. Ich habe schon mal festgestellt, ich kann aus irgendeinem Grund nach hinten keine Minen bauen, auch wenn da ein Platz dafür ist. Wie nach hinten? Das wird bei dir ähnlich, ja, ist bei dir genauso aufgebaut. Da wo dieser Mörser oder was das ist, eingelassen ist. Du musst aber auch gucken, ob da wirklich Auffläche ist, ne? Sind das die Steine nicht eigentlich? Ja gut. Da ist ja manchmal einfach kein Platz nach oben, weißt du? Oder? Ja, der Platz nach oben ist genau wie sonst gut. Auch. Also stimmt. Keine Ahnung. Nö, ist aber bei mir gerade auch so. Ja, dann ist zumindest fair. Kann da auch nicht weiter hinten bauen. Solange es uns beiden gleich geht, ist alles gut. Ist korrekt. Ich darf meine Zeit mit sowas nicht verschwenden. Ist der zufälligerweise schon in der Mitte? Nein. Das ist gut. Ich schon. So, erstmal pump it. Und ich drauf. Mal für den Anfang. So. Das ist eins, das ist zwei. Hoch. Und das müssen wir verstärken. Und wie läuft's da drüben so? Ach, gut soweit. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt. Ach Quatsch.
Bestimmt wunderschön, wie ein Schwan. Ich sag mal, wohin würde ich nicht drin? Naja, würde ich jetzt bei mir auch nicht unbedingt wollen. So. Brauchen wir noch. Ditte brauchen wir noch. Ditte. Alter, wie hoch muss man denn bitte bauen, um hier 100% Windeffizienz zu kriegen? Hab ich relativ zügig aufgegeben. Ich baue es bei 93%. Tut's auch. Ist alles so teuer. Ja. Alles so teuer. Was kann der hier? Okay. Ich hoffe, dass die Reichweite genug ist. Aber hier geht das Geld aus. Glaubst du mir jetzt besser? Vermute es. Nein. Alter, hör's mal auf zu graden hier. Bist du irre? Eine Minute, ey. Find ich nicht so gut. Ach, Quatsch. War klar. Kommt direkt scheiß geflogen. Ja, holy moly, ey. Die Raketentaktik. So weit. Oh.
Kanal. Die gehen immer drüber, ich Idiot, ey. Komm schon. Ich möchte sagen, ich bin kein Fan von dem, was du hier tust. Wieso denn? Tut doch gar nicht so viel. Nö, gar nicht. Schaden. Stirb endlich! Nein! Hab ich nicht. Hallo! So dieser Raketenspin. Immer drauf. Also Problem ist jetzt halt hier, man hat nicht wirklich viele Ressourcen. Also ich komme mit Reparieren nicht hinterher. Das ist gut so. Nein. Muss einfach schneller drücken. Nee, du, lass mal, ist alles gut. Komm schon. Warte, packen wir auch noch was drauf. Schöne Waffenplattform.
zweimal für drauf tun. Jetzt habe ich es verstanden. So, weg damit. Nein. Einfach voll ins Gesicht. Ah. Das war die Rache für die letzte Folge. Also du zauberst jetzt vielleicht noch irgendwas aus dem Hut raus. Mit was denn? Deswegen. Hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass das nicht passiert. Das ist halt so das Problem. Ich gehe immer zuerst auf Verteidigung. Das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Diesmal bin ich komplett auf Angriff gegangen. Das ist halt, wie gesagt, das Raketenzeug ist noch relativ billig. Mhm. Aber eine anständige Verteidigung aufbauen ist halt mit den Ressourcen. Nee. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Und die Map ist ein bisschen challenging. Das war tatsächlich nicht so ohne. Aber was Gescheites auf die Beine zu stellen, finde ich. Ja, gerade weil du eben hier in dem Hauptbasisbereich ging es halt nicht, dass man wirklich so Minen aufbaut. Ja. Das nervt mich auch. Da sind mindestens 3 Minenplätze belegt. Mhm. Naja, also ich habe halt direkt so diese, den Raketenwerfer habe ich halt direkt rausgenommen und dachte, baue ich da Minen hin? Nee, ja. Arsch. Ich glaube, wenn solche Sachen schon vorgebaut sind, kann man da nicht großartig was machen. Für gewöhnlich schon. Also wenn so ein Ding da ist, ich baue es für gewöhnlich immer weg und setze dafür Minen hin. Was habe ich dich eigentlich gekillt? Mit irgendeiner Rakete. Hey, mit einer Schrotflinte. Wow. Mit einer Schrotflinte habe ich dich gekillt. War umso schöner. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, Jesse. Tschüss.